Willkommen zurück, Freunde, zu Inside. Ich bin allein, auf der Flucht. Aufgewacht in einem Wald, verfolgt von maskierten Männern. Gefangen genommene Menschen, was kann ich als Kind dran ändern? Infizierte Tiere, Würmer, fressen sie von innen auf. Aber ich geb nicht auf, nehm meinen Mut zusammen und lauf. In der letzten Folge haben wir... Was haben wir dort gemacht? Wir haben auf jeden Fall andere Spieler kontrolliert, nachdem wir von einem Schweinchen verfolgt wurden, welches einen Wurm im Arsch hatte, was wir rausgezogen hatten, weil es davon irgendwie... Naja, es hatte Schmerzen. Kann ich verstehen. Dieses Würmchen war schon fast ein ganzes... Also, das war schon so ein richtiger Wurm. Okay, und nun sind wir hier rausgekommen. Und, ja. Ich bin gespannt, wohin sich das ganze Spiel jetzt hier entwickelt. Ich find's übrigens schön, dass mir unter den letzten... Als ich die Kommentare durchgescrollt bin, dass da immer wieder Leute kamen und sagen, habe ich schon gesehen. Interessiert mich doch nicht. Aber es gab auch einige tolle Kommentare über das Spielchen und so und waren auch fasziniert. Das hat mir gefallen. Und da hinten sind wieder, guck mal, die sehen alle so leblos aus, als werden die von irgendetwas kontrolliert, nicht wahr? Genauso wie ich es gemacht habe mit den anderen Hüllen. Und das sind auf jeden Fall nicht nur Kinder, soweit ich es sehe. Das sind... Ich denke mal auch Erwachsene. Gut, jetzt aber konzentrieren. Da oben ist auf jeden Fall ein Seil. Ich würde mal sagen, dass ich da hin muss, nicht wahr? Moment mal, okay. Das heißt also, ich muss sehr näher ranschieben, damit das Seil runterkommt. Gut, gut, gut. Seilen wir mal das Seil ab. Okay, und... Okay, hoch geht es. Auf die Dächer. Weh, du kratzt mir jetzt ab, kleiner Junge. Du bist mir letztens schon zu... Aber ich meinte, wir hatten zu viele Flashbacks. Visionen, meinte ich genau. Moment, ich höre da meine Kollegen. Ich höre meine Kollegen. Das sind die kleinen Vögelchen. Die kleinen Piepmätze, da sind die. Aber die sind nicht gelb, die sind schwarz. Okay, die können fliegen. Okay, das sind keine Küken. Moment mal. Deren Hilfe werde ich auch schon irgendwie gebrauchen. Schauen wir jetzt erstmal... Okay, ich kann einfach weiter rennen. Mal gucken. Gut, da ist eine Leiter. Kann ich hier schon abspringen? Ja, ich kann hier schon abspringen. Ja. Auf zu sterben, mein Junge. Auf zu sterben, okay? Danke. Sehr gut. Und weiter rüber. Perfekt. Betätigen wir mal den hier... Ich versuche gerade nachzudenken, Leute. Und ich glaube, ja, ich weiß, was los ist. Ich weiß, was los ist. Komm runter hier. Sehr schön. Und jetzt drehen wir das jetzt mal hier hin. Machen das ganz hoch. Und können jetzt von rechts nach links rüberspringen, richtig? Das ist es, ja. Das ist es. Das müsste es sein. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Oh, Gott sei Dank, kannst du weit springen. Sieht nicht ganz stabil aus, aber hey. Es hält uns. Da ist ein Safe. Gut. Nicht hinterherfallen, okay? Loslassen, wenn er runterfällt. Oh, sorry, ich bin kurz eingeschlafen. Ich hatte einen komischen Albtraum. Ja, dieser Traum hatte was mit einem Safe zu tun. Irgendwie, dass wenn ich ihn runterschlage, dass ich dann jetzt hier sehr... Du dummes Ding. Hey Leute, ich hatte gerade einen Traum in einem Traum. Verrückte Sache auf jeden Fall, aber irgendwas mit einem Safe. Ich bin zweimal gestorben, obwohl ich hier schon... Na, geht doch. Gut. Okay, einmal hier runter, ohne zu sterben, bitte. Sehr gut. Also, soweit ich... Also, ich habe die Kommentare ein bisschen durchgelesen und es gibt ein Secret Ending. Das werde ich mir auch irgendwie versuchen anzusehen. Puh, die Frage ist, kann ich da runter? Ja, gut. Aber zunächst einmal will ich überhaupt ein Ending... Also finden. Okay. Ich habe irgendetwas deaktiviert. Die gelbe Spur führt irgendwo hin. Irgendetwas hat es mit Strom versorgt, aber was? Die U-Bahn. Wahrscheinlich werden wir hier jetzt überfahren worden oder so ein Scheiß. Oh, Moment mal.
Okay. Da oben ist auf jeden Fall wieder so ein kleines... Aha. Moment mal. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Aber warte mal. So, genau. Perfekt, perfekt. Jetzt mal kurz loslassen. Jetzt müssen wir es wieder zumachen. Wir brauchen die Wand. Wir brauchen die Wand. So. Ihr wisst wahrscheinlich auch schon, wieso. Denn jetzt müssen wir in die entgegengesetzte Richtung laufen. Und jetzt sollte es passen. Dankeschön, meine Freunde. Meine kleinen Puppen. Leblosen Puppen. Okay. Wo befinden wir uns hier? Ich weiß gerade nicht, ob das Spiel diesen Soundeffekt macht eines pochenden Herzens oder ob mein Kopf gerade am Pochen ist. Ich glaube, es ist das Spiel. Let's go. Ich höre irgendjemanden rumlaufen da. Geräusch im Hintergrund. Na, sieht nicht stabil aus, deswegen hüpfe ich darüber. So, komm hoch, mein Freund. Eieiei, sind wir weit oben. Okay, hier muss ich auf jeden Fall runterrutschen und dann abspringen. Oh, eigentlich wollte ich auf das Dach springen, aber dann... Ach, guck mal da unten. Aber dann habe ich gemerkt, dass das Dach ziemlich weit weg ist. Da unten, die Maschinen werden kontrolliert. Von Würmern. Interessant. Komm schon. Oh, hey. Wir sind schon 5 Minuten am Spiel und sind noch nicht gestorben. Okay, vielleicht sollte ich hier nicht rumhüpfen. Oh mein Gott. Wir leben. Wir leben. Alles ist gut. Alles ist wunderbar. Und drüber. Okay. Da marschieren sie weiterhin. Ja, gut, dass du dich von alleine da festhältst. Ich dachte schon, du rast mit vollem Karacho jetzt runter. Das ist aber gefährlich nah, nenne ich das. Ich versuche gerade zu sehen, ob die irgendwo... Ja, das sind Erwachsene, Frauen, Männer, Kinder, alles Mögliche ist hier am Rummarschieren. Aber die haben keine Würmer im Kopf. Und die da hinten haben sogar, glaube ich, Masken auf? Nein. Sehr gut. Komm schon, beeil dich. Sehr gut. Hey, kleines Rädchen. Gut, ich glaube, wir müssen nach oben, ne? Nee, das ist klar, dass wir diesen Sprung nicht schaffen. Ich glaube, wir müssen das auf die andere Seite packen. Mensch, diese Mechanik, die ist verrückt. Das ist verrückt. Ich liebe dieses Spiel unglaublich. Es bekommt natürlich jetzt weniger Aufrufe, aber ich möchte dir... Ich habe mich sehr gefreut, als ich dieses Spiel gesehen habe. Da dachte ich mir, ja, Mann, auf das Spiel habe ich Lust. Und auch als... Es haben natürlich viele andere gespielt. Größere YouTuber, coolere YouTuber als ich, bessere YouTuber als ich. Aber ich will trotzdem weitermachen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Roboter mich nicht sehen darf. Da ist auch eine Leiche, guck mal. Oder beziehungsweise ein lebloser Körper. Komm, rüber. Jupp, ich darf eindeutig nicht von denen gesehen werden. Scheiße. Wieso aktiviere ich die eigentlich überhaupt? Ich muss zunächst einmal das Tor aufmachen. Das ist es. Und jetzt komme ich da anscheinend, das ist ein Fahrstuhl, der leider keinen Strom hat. Genau. Und deswegen aktivieren wir jetzt den Hebel. Komm, hüpf, mein Freund. Oh, das haben wir sogar geschafft. Schon so kleine Speedrun-Strats machen, was? So. Okay, perfekt. Rein in den Fahrstuhl mit dir. Was sind das für gemeine Sachen hier? Das spielt auf jeden Fall auch in der Zukunft, ha? Mit Robotern und so ein Scheiß. Abgefahren. So. Wo sind wir jetzt hier gelandet?
weiß nicht, ob ich dir vertraue. Ich hab schon so ein bisschen Angst. Ich hab große Höhenangst. Und auch in solchen Spielen habe ich große Höhenangst. Du lässt dich... War da vielleicht das Secret Ending? Nein, 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 nein. Wir müssen uns natürlich verhalten. War da oben vielleicht das Secret Ending? Kann es sein? Ja, das ist es bestimmt, oder? Wahrscheinlich kann man da rüberhüpfen oder sowas. Interessant, interessant, interessant. Auch stehen bleiben. Der hat einen Auge auf mich geworfen. Ich glaube, es fällt auf, dass wir ein bisschen anders sind als die anderen. Dieses Pochen ist echt unangenehm. Hört ihr das auch? Echt ein unangenehmes Pochen. Ja, das sind die Maskenmänner. Guck mal, die hüpfen und die werden getestet oder so ein Scheiß. Was zum Teufel? Okay, gleich muss ich hüpfen. Gleich muss ich auf jeden Fall hüpfen. Die hat ein Baby im Arm. Gott, dieser GLP-Fanclub. Das ist vielleicht ein bisschen zu nah. Komm schon. Was machen die da jetzt? Okay, einmal umdrehen und wieder zurück, okay? Guck mal, wir sind synchron, ey. Guck mal, das ist volle Punktzahl erwischt, glaube ich. Aber ich muss es nochmal machen. Oh, schon ein bisschen knapp gewesen, was? Das ist schon ein bisschen knapp gewesen. Okay, da wird nichts gemacht. Mein Gott, wie lange geht das denn hier noch? Was passiert am Ende mit denen? Der Hund wird mich wahrscheinlich erkennen, oder? Ist es der aus dem Wasser? Der Hund denkt sich jetzt, hey, dieser kleine Junge, das war der, der mich nass gemacht hat. War das falsch? Oh, verdammt! Nochmal, das gibt es doch nicht. Habe ich was falsch gemacht? Bin ich zu spät stehen geblieben oder muss ich... Ich glaube, ich muss wegrennen, ne? Wo soll ich das denn wissen, dass ich wegrennen soll? Aber auf jeden Fall bringen die uns um, ha? Gut, ich laufe, glaube ich, los, wenn er die Taschenlampe fallen lässt. Jetzt. Schnell, 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 schnell! Nein! Oh mein Gott! Du hast es überlebt. Sehr gut. Aber die anderen haben das, denke ich, jetzt auch gehört, dass da jemand am Flüchten ist. Nein, 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 nein. Ich habe zu lang gebraucht. Ich hab mich doch nur umgeguckt. Man darf sich nicht in diesem Spiel umgucken. Okay, gut. Schönes, schönes Spiel. Kann ich ja nicht sehen. Muss ja ganz ehrlich flüchten. Komm schon, renn, 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 renn. Oder war das falsch? Ich glaube, das war sogar falsch. Okay, 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 ich verstehe. Okay, ich denke mal, der Trick ist es, den Typen erstmal hier nach unten zu locken, nicht wahr? So, dass er hier unten hinrennt und dann springe ich hier hoch. Verarscht, Alter. Darauf muss man auch beim ersten Mal erstmal kommen, was? So, jetzt kann ich den Typen da oben bewegen und den Hund umbringen. Nein, okay, doch nicht. Ich dachte, wir könnten den Hund damit zerquetschen oder sowas, aber das ist mir natürlich viel zu brutal, nicht wahr? So. Übrigens, also die bringen mich tatsächlich um. Ich dachte, die betäuben mich nur. Ich dachte, im letzten Part waren nur Betäubungspfeile und so ein Scheiß. Okay. Das nehmen wir auch mal mit. Okay. Yep. Ich weiß, was los ist. Hätte ich mir auch denken können, dass das nicht richtig ist, denn wir müssen auf der linken Seite dort drüben. Da, so erstmal hier rauf. So, jetzt schieben wir dich mal ganz kurz hier
Genau hier hin. So, damit ich auch wieder ankomme. Dann schieben wir die Kiste nach rechts, machen das Tor dort oben auf und das Ganze sollte passen. So, und dann müssen wir uns wieder ranhaken und auf die andere Seite rüber. Perfekt. Ich komme, mein Freund, mein kleiner Puppenfreund. Pupp, hör, wohin hüpfst? Neyman ist ja ziemlich weich gelandet und gemütlich gestorben, was? So, da fliegen wir jetzt mal ganz kurz über die Dächer. Vielleicht hätte ich auch das rote Ding... Nee, alles gut, alles gut. Aber anscheinend muss ich hier erstmal runter. Vielleicht auch nicht, ne? Ja, weiß. Nee, doch, ich... Oh, ich habe keinen blassen Schimmer. Da oben ist auf jeden Fall ein Knopf. Und da oben kann ich auch ran. Oh, ich weiß, was ich zu tun habe. Nein, Moment mal, ich muss jetzt mit dem Typen hier hoch. So. Hat mein Magen schon gemacht. Warte mal ganz kurz. Moment mal, ich kann... Ich kann mit ihm jetzt auch was steuern, oder was? Was zum Teufel? Das war nicht richtig, aber ich bin gerade sehr fasziniert. Scheiße. Idiot. So, mit ihm schieben wir das Ganze jetzt erstmal ganz nach links, damit ich auch hier loslassen kann. So. Und loslassen. Und wieder ran, genau, damit ich nur den einen kontrolliere. Abgefahren, die Mechanik ist wirklich so simpel, aber so gut. Das ist gut, Mann. Das gefällt mir. So kann man viele neue Rätsel entdecken. Oh, hier würde ich jetzt ungern runterfallen. Also pass auf, was du tust, okay? Das sieht so aus, als müsste er den Hebel betätigen und dann öffnet sich da unten die Luke. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Warte mal. Die Leute da unten drehen nur so ein bisschen durch. Muss ich da jetzt echt durchfallen? Ja, oh, tatsächlich. Und jetzt hoch mit dir. Hoch mit dir, denn du stirbst sonst. Weil du zu blöd bist, um selber zu wissen, wann du nicht mehr atmen kannst und keine Luft mehr hast. Wow. Okay, wir sind geflüchtet, Mann. Der Junge hat's drauf. Okay, da kommen wir nicht hoch. Das heißt, ich muss etwas von der anderen Seite hier rüberziehen. Oder komplett auf die andere Seite. Moment mal. Da unten ist auf jeden Fall etwas Holziges. Den Rest kann ich nicht mitnehmen. Ziehen wir mal dran einfach mal. Ja, da ist sogar so ein Hebel. Also so ein Griff, meinte ich. Komm schon, und jetzt hoch mit dir. Auch mit dir, denn sonst bist du gleich Geschichte. Sehr gut, und jetzt schieb es nach rechts. Sehr gut, mein Junge. Gut machst du das. Wow. Du kannst das sehr gut. Du kannst gut schwimmen und ziehen. Das ist echt sehr gut, ne? Gute Beinarbeit, Mann. Würde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Okay. Komm her. Ich muss das Ding da unten aus dem Wasser auch noch mitnehmen oder sowas. Oh Gott. Was wird dieser Knopf wohl betätigen? Ich weiß es leider nicht, aber wir erfahren das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank für die 30 Milliarden Likes in der letzten Folge. Wenn wir diesmal die 7,5...
Trilliarden Likes schaffen, dann werde ich in der nächsten Folge zeigen, was dieser Knopf zu bieten hat. Ansonsten werden wir in der nächsten Folge einfach nur in diesem Raum rumgehen, falls wir die 7,8 Trilliarden Likes nicht schaffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir gefällt dieses Spielchen. Es ist wirklich sehr schön und atmosphärisch und eines der besten Spiele, die dieses Jahr jetzt auf jeden Fall rausgekommen sind. Bis jetzt. Vielleicht wird es noch ziemlich scheiße. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Harley.